Ja, hallo Leute und damit willkommen zu einem weiteren Minecraft Redstone Tutorial. Ja, heute möchte ich euch mal diesen kleinen Aufzug hier zeigen. Wenn wir uns auf den Slime Block hier stellen und den Button drücken, werden wir nach oben gefeuert und von dem Block hier wieder aufgehalten. Und ihr seht schon, das Ganze ist relativ klein. Das sieht man hier auch. Ich habe hier schon mal die Blöcke vorplatziert. Ja, ihr seht, das Ganze ist 4x1 Brückenblock breit. Das könnt ihr also sehr gut in eine Wand einbauen. Ja, dafür braucht ihr als erstes mal einen Button, zwei Sticky Pistons, einen Slime Block, fünf Öfen oder Blöcke, die von einem Slime Block nicht mitgezogen werden, dann zwei Redstone Fackeln, ein Repeater und einen Block eurer Wahl, auf dem ihr dann landen werdet. Ja, als erstes nehmen wir uns mal die fünf Öfen vor, die platzieren wir hier in diesen Stellen, wo später unser Slime Block sein wird. Und dann nehmen wir unseren Repeater und packen ihn dort unten hin. Der steuert dann später unseren Slime-Block an. Ein Redstone hierauf, ein Redstone hier drauf. Damit wäre das Redstone auch abgehakt. Und die drei Öfen auch. Und die letzten beiden Öfen tun wir dann nämlich hier hin, da der Slime-Block hier ausfährt und ansonsten den Block hier auch noch mitzieht. So, als nächstes unseren Sticky-Pisten da rein, unseren Slime-Block drauf und dann die Fackeln. Tun eine Fackel hier ran, eine Fackel daran. Da war das, war jetzt einmal kurz ausgefahren, das war ein Fehler. Jetzt erst den Block dran machen, so, das könnt ihr aber schnell ändern. Die Fackeln haben wir auch abgehakt. Jetzt haben wir noch unseren Button, der hier rankommt, unseren Sticky Pisten, den tun wir dort oben drauf, der fährt sich dann aus, unseren Block da dran und schon ist unser ganzes Inventar leer und wir haben einen netten Aufzug. Ja, das einzigste Problem ist halt, dass ihr ein Loch braucht, wo ihr später runterfallen könnt. Also wenn wir jetzt sagen, wir sind hier oben auf unserer nächsten Etage, brauchen wir halt dann hier zum Beispiel noch, ja am besten nicht daneben, zum Beispiel hier noch ein Loch, wo wir später wieder runter können. Weil ich habe es nicht hinbekommen, einen Button hier noch zu machen, dass der Piston sich wieder zurückzieht. Dafür würde das Ganze dann ja noch weiter in die Breite nach hinten gehen und das soll ja gut in der Wand versteckt sein, damit das Haus von außen auch nicht so breit wirkt. Ja, aber ansonsten würde ich sagen, ist mir das richtig gut gelungen. Ihr könnt halt hier noch einen Ausgang machen, dann geht das eigentlich auch. Und dann vielleicht hier unten noch Slime-Blöcke hin tun. Dann haben wir das schön designt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und würde mal sagen, Like, Abo, wie ihr wollt. Und bis zum nächsten Mal.